war erholsamer Sommer, aber jetzt wieder Zeit, dass wir anfangen zu arbeiten und ich freue mich jetzt auch schon auf die kommende Saison. Ja gut, neues Team ist relativ, der harte Kern, der harte Bestandteil ist ja geblieben. Dieselbe Arbeitsmoral wie letztes Jahr, eine sehr gute Arbeitsmoral, jeder strengt sich an, bemüht sich und momentan, wie es immer ist am Anfang der Saison, ist es viel, mit viel Laufen verbunden. Ist nicht unbedingt mal spaßig, aber es gehört dazu und ja, so ist es momentan. Ich glaube, dass wir einen gut genugen Coaching-Staff haben und einen Coach an sich selbst, der das zu regulieren weiß, der genau weiß, was drauf ankommt und der unsere Energie auch gut einteilen wird, bin ich mir sicher. Definitiv ein anderer Spieler von der Veranlagung her, aber auch ein sehr, sehr guter Spieler. Passt auch wunderbar ins Team. Ist die paar Tage, die ich mit ihm schon verbringen konnte, sehr angenehmer Mitspieler und Mensch. Und es wird auf alle Fälle ein spaßiges Jahr auch mit ihm. Naja, Brett war sehr balldominant. Fabienne ist dahingehend mehr, dass er mehr die Bälle verteilt. Aber genauso wie Brett hat seine Qualität, kann punkten, kann von allem etwas. Und das wird der Mannschaft schon weiterhelfen. Ich muss es wie letztes Jahr eigentlich formulieren, wir gehen Spiel für Spiel. Ich will mir da gar nichts ausmalen groß, haben wir letztes Jahr auch nicht gemacht, waren damit sehr erfolgreich und ich glaube, dass es dieses Jahr derselbe Grundsatz sein muss, dass wir Spiel zu Spiel denken, uns auf jedes Spiel vorbereiten und dann am Ende der Saison können wir sagen, ob wir erfolgreich waren oder nicht.